Wussten Sie, dass in Deutschland jedes vierte Nahrungsergänzungsmittel im Internet gekauft wird? Die Kontrolle von Lebensmitteln ist Aufgabe der Bundesländer. Doch der Onlinehandel ist grenzüberschreitend und stellt die amtliche Kontrolle vor neue Herausforderungen. Und wer sorgt dafür, dass sich ein Onlinehändler auch an die Spielregeln hält? Und dass Produkte, die die Gesundheit von Verbrauchern gefährden, im Onlinehandel aufgespürt werden? Bei der Internetsuche nach gefährlichen Produkten bündelt die Zentralstelle gezielt die Arbeit von 400 Vorortbehörden in den Bundesländern. Beauftragt und finanziert von den Bundesländern, arbeitet gezielt seit 2013 im BVL. Bei gezielt laufen die Informationen zu gesundheitsgefährdenden Produkten zusammen. Diese kommen von den Bundesländern, von EU-Mitgliedstaaten und aus anderen Ländern außerhalb der EU. Vor der Internetrecherche nehmen die Mitarbeiter der Zentralstelle eine Priorisierung der Produkte vor, zum Beispiel wenn eine besondere Gesundheitsgefahr droht. Wie die Recherche zeigt, sitzen die Händler des betroffenen Produkts auf der ganzen Welt und bieten es auch Verbrauchern in Deutschland an. Das BVL gibt diese Informationen an die zuständigen Behörden vor Ort im In- und Ausland weiter. Die Behörden vor Ort kontrollieren die Anbieter des gefährlichen Produkts und die Produkte werden aus dem Markt entfernt. So sorgt die Zentralstelle gezielt gemeinsam mit den Bundesländern und Behörden vor Ort dafür, dass Verbraucher vor gesundheitsschädigenden Produkten aus dem Onlinehandel geschützt werden.